Die Schanigarten-Saison hat begonnen. Bei sommerlichen Temperaturen lässt es sich besonders gut in den Gastgärten verweilen. In Laa gibt es die unterschiedlichsten Lokale und Laa TV besucht die Schanigärten in unserer Stadt. Die Rösselstuben von Robert Tugendsam erwartet die Gäste im Thayer Park. Zur gutbürgerlichen Küche kann man alternativ auch Pizzaspezialitäten sowie Ripperl und mehr genießen. Der Gastgarten vor dem Lokal liegt direkt neben der eigenen Kegelbahn und zieht vor allem auch Mittagsmenügenießer an. Das Shamrock am Stadtplatz ist ein Irish Pub, welches nicht nur die landestypischen Getränke wie zum Beispiel Whisky anbietet, sondern natürlich auch zum Vormittagskaffee einlädt. Kleine Speisen und Getränke kann man hier im Gastgarten direkt im Laa-Zentrum genießen. Direkt vis-à-vis des Laa Ostbahnhofes ist das Hubertusstüberl. Das Lokal bietet hausgemachte Speisen und eine regionsbezogene Getränkekarte. Der beliebte schattige Gastgarten lädt viele Stammgäste und Besucher zum Verweilen ein. Das Amanus am Raiffeisenplatz lädt ebenfalls in seinen zentrumsnahen Gastgarten. Neben den bekannten Burgerspezialitäten werden hier während der Sommerzeit verschiedenste saisonale kulinarische Köstlichkeiten aufgetischt. Also wir haben uns auch natürlich vorbereitet auf den Sommer. Wir haben unsere Salatpalette erweitert. Wir haben ja beliebte Salate schon, wie Salat mit gegrillten Hühnerstreifen oder mit Scampis, die Tigerkanälen, was auch sehr gut ankommt und sehr beliebt ist. Wir haben das noch erweitert mit zum Beispiel einen Ziegenkäse in Speckmandel und verschiedene andere saisonbedingte Einflüsse mit einbinden. Und Getränkepalette natürlich ist ein ganz wichtiges Thema bei den heißen Jahreszeiten. Wie hier zum Beispiel habe ich jetzt ein Rosenblüten-Litchi-Soda, was Frisches, was Erfrischendes im Sommer, was ein bisschen belebt. Gibt es natürlich auch mit Sekt und mit dem wir über den Sommer starten werden. Generell kann man auch sagen, während der Woche habt ihr auch mittags bereits den Schanigarten geöffnet. Genau, mittags haben wir auch offen, auch von 11 bis 14 Uhr. Wir haben jeden Tag einen Mittagsteller und auch einen vegetarischen, das variiert jeden Tag. Außer natürlich Dienstag ist unser Ruhetag und Mittwoch haben wir erst am Abend geöffnet. Ansonsten immer von 11 bis 14 Uhr mit einem speziellen Tagesgericht.